Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich mach gleich Pipi in die Hose. Selbstmordkommando beginnen. Es geht los, Leute. Es geht los. Oh mein Gott. Pure Aufregung. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Ja. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Warten, bis alle bereit sind. Wir müssen unsere Crew retten? Was? Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Jetzt können wir Sex haben. Entschuldigung. Darf man das so sagen? 2 Stunden, komm, Garus. Ich zieh mir auch mein Kleid an. Guck mal, habe ich schon an. Hab mich frisch geduscht. Hey, ich habe Wein mitgebracht. Was Besseres kann ich mir bei meinem Sold nicht leisten. Oh, es geht los. Geil. Ich bin ruhig. Meine Fische sind tot. Wenn Sie eine Turianerin wären, würde ich Ihnen jetzt Komplimente über Ihre Hüfte oder Ihren Kopfrand machen. Aber so, Ihr Haar sieht gut aus. Und Ihre Hüfte ist eine gute Stütze. Hoffentlich ist das bei den Menschen keine Beleidigung. Wow, betrachte mich als verführt, du Süßholzraspler. Und jetzt sei still und hör auf, dir Sorgen zu machen. Es ist nur... In meinem Leben ist so viel schiefgegangen, Shepard. Oh, verliebt, 2. Mein Job bei C-Sicherheit. Die Sache mit Sidonis. Ich will, dass mal was richtig läuft. Nur ein einziges Mal. Nur... Wie jetzt? Wie jetzt? Was? Ach komm schon, dein Ernst. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich hab gedacht, wir kriegen so eine schöne Sequenz wie beim ersten Teil mit der Liara. Schade. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich sie zurückgebracht habe. Es gibt keine bessere Anführerin. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang.
zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das muss die Basis der Kollektoren sein. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir es Ihnen. Hülle des Maschinendecks beschädigt. Wer ist im Frachtraum? Ich kümmere mich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Kommand. Boah, fuck, wen nehmen wir mit? Ich würde gerne... Also, pass auf. Wir nehmen Grunt mit. Grunt ist halt echt eine Maschine. Und wir nehmen... die Jack mit, weil die einfach das... Die beiden sind so gut. Garrus nehme ich nicht mit. In Garrus habe ich mich verliebt. Den muss ich beschützen. Sorry. Sie haben uns gesehen. Wir brauchen etwas mit mehr Feuerkraft. Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Kinetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Oh. Nein, nein, nein. Es wird nicht gehen. Wir brauchen mehr Schwerpunkte.
Ich will nicht meine schwere Waffe dafür einsetzen. Kommen Sie wieder rauf, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Gott, wie geil. Ich liebe sowas. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Das wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt für so ein Geth-Angriffsschiff. Schütz, Feuer frei. Na, wie gefällt euch das, ihr Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Schick sie zur Hölle, Mädchen. Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten. Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Ach, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Das Primärziel ist, die Zerstörung der Station und die Kollektoren aufzuhalten, um jeden Preis. Na, dann sieht's bisher ja ganz gut aus. Was jetzt? Wie schnell werden die Kollektoren die Landezone aufspüren? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandie uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten. Und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung. Es muss eine Möglichkeit geben. Hier! Vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Scheiße. Ach.
Scheiße. Ich hasse sowas. Wen schicken wir in den Schacht? Selbst bei den erfahrenen Technikern der Quarianer ist bewundert. Am effektivsten ist sie, wenn sie mit technischen Problemen konfrontiert wird, die eher mit... Biotik. Ich will die Tali nicht verlieren. Ich habe so Angst beim letzten Mal. Aber sie ist die beste Technikerin. Das ist einfach so. Oh, mein Herz. Wir brauchen jemanden mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Grunt ist unerfahren. Jack ist... sind wir ehrlich, Jack ist voll der Raufbold. Bane ist erfahren, auf jeden Fall, ist aber Einzelgänger. Kasumi ist ebenfalls erfahren, Einzelgänger, höchstens mit Partner. Garus, ich hab mich doch gerade verliebt, ich will ihn nicht opfern, aber er wäre... Garus wäre eigentlich gut, weil er die Erfahrung hat, er war Offizier, er ist ein Teamplayer, also... Garus wäre gut. Samara. Fuck, Mann, ich will Garus nicht opfern. Oh. Ich habe mich gerade verliebt. Ich will dieses Gefühl behalten. Garus, Sie führen das zweite Team an. Es tut mir leid, mein Schatz. Zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es ihnen. Mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Gott, ey. Oh. Ich bleib bei Grunt und bei Jack. Ich hoffe, das ist eine gute Entscheidung. Scheiße. Garus, bitte pass auf dich auf. Komm heil wieder. Ja, ich brauch dich noch. Mach's gut, mein Schatz. Bis später. Bitte drückt mir den Daumen, dass sie am Leben bleiben, dass sie wieder zurückkommen zu uns. Oh, bitte. Oh, ich leide gerade voll. Ich bin in der Schacht, Shepard. Es ist heiß hier drin, aber der Weg ist voll, soweit ich das sehen kann.
pass auf deinen Anzug auf. Sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Okay. Pass auf deinen Anzug auf. Bitte, bitte. Gebt auf euch Acht. Ich hab so Angst. Ich hab so Angst, dass sie sterben werden. Gleich geht der Spaß los. Oh, Jack, wo kommst du denn her? Ja, da wollte ich auch gerade lang. Uff. Ventile deaktivieren. Alles gut, Schatzi, ich komm. Alles gut. Mach ich. Ich helfe dir. Ich helfe dir, wo ich nur kann. Okay. Hier, Garrus. Wir machen gute Fortschritte. Pass auf dich auf, Schatz. Alles frei. Gehe weiter. Wir sind in Position und warten nur darauf, dass ich die Türen öffne. Nichts kann mich aufhalten. Wir übernehmen die Kontrolle. Ihr Angriff ist eine Beleidigung. Das tut Ihnen weh. Übernehme direkte Kontrolle. Ich weiß. Machen wir auch. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Die Mächte des Universums verneigen sich vor mir. Schnell, Shepard! Hier drin wird's immer heißer! Sorry, Maus! Oh Gott! Sorry! Du auch. Das beeindruckt mich gar nicht. Hey!
Wir sind in Position. Die Tür muss auf sofort. Los, wir geben Deckung. Da stimmt was nicht. Die Tür klemmt. Da kommen sie! Zurück! Sperrfeuer! Lassen Sie niemanden durch die Tür! Oh, ist das geil. Gute Arbeit, Harley. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Oh, das war gerade. Puh, mein Herz. Das ist Yeoman Chambers. Ist sie tot? Kelly! Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott! Sie lebt noch! Frau Doktor. Dr. Chuck, was? Sind Sie okay? Oh, bitte. Shepard. Es war nicht Kelly. Ich dachte kurz. Sie sind wegen uns zurückgekommen. Auf jeden Fall. Niemand wird zurückgelassen. Was ist mit den anderen? Wissen Sie, wo sie sind? Sie haben es nicht geschafft. Chambers, Rupert, Gabby. Die halbe Crew. Tot. Ich habe sie sterben sehen. Sie wurden verarbeitet zu einer Art purer genetischer Paste und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Spielt das eine Rolle? Ja. Wären sie früher hier gewesen, hätten sie noch retten können. Wir haben Zeit zur Vorbereitung gebraucht. Wir hatten keine andere Wahl. Tut mir leid. Nein, ich wollte Ihnen nicht die Schuld geben. Hast du gerade? Es ist nur, ich musste zusehen, wie Sie starben. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. Wir müssen in Bewegung bleiben, Commander. Und beschließen, was wir als nächstes tun. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann Sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Können wir nicht ein biotisches Feld generieren, das Sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja. Ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Samara. Samara hält es aufrecht, weil die ist die stärkste Biotikerin unter uns. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Ja. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Sate hat halt auch schon, ne, so seine Fähigkeiten. Sate hat ja die Blue Suns gegründet. Der hat damit auch Erfahrung. Dann müsste mein Schatz
Entschuldigung, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Dann müsste mein Schatz, dann würde er vielleicht überleben. Dann, ich würde Sade nehmen. Tali möchte ich nicht. Also Tali und Garus auf gar keinen Fall eigentlich. Auf gar keinen Fall. Also Sade. Ich beschäftige die Verteidiger. Gehen Sie! Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Ich gebe Ihnen Thane mit. Joker, schicken Sie mir die Koordinaten der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Aufbruch. Thane ist ein guter Schütze. Attentäter, Einzelgänger. Passt. Okay. Dann nehmen wir jetzt mit, wen nehmen wir denn? Morden würde ich gerne mitnehmen. Weil Morden Verbrennung und Schmerz hat. Und das ist bei den Kollektoren sehr gut geeignet. Dann würde ich... Ich würde ihn gerne mal testen. Aber eigentlich bin ich wirklich eher so ein Freund von Jack, weil die halt echt draufhauen kann, genauso wie Grunt, und das brauchen wir gerade. Kasumi würde ich... Warte, ich nehme Kasumi mit. Die hat so einen geilen Schattenschlag. Das machen wir. Es geht los. Okay. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Ey, das ist gerade so aufregend. Wir wurden entdeckt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Es kann losgehen, Commander. Ich mag solche Endkämpfe total. So diese Einigkeit. Also ich habe es ja im ersten Teil schon erzählt. Mega. Ich liebe es. Und Mass Effect macht es einfach nur toll. Kann man gar nichts anderes sagen. Direkt vor uns. Wir haben uns gesehen. Feindbeschuss. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Schmerz ist eine Illusion. Ah.
Ich versuche mich gerade sehr zu konzentrieren, deswegen kann ich nicht so viel reden. Ich hoffe, das ist okay für euch. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Halt. Gehen wir. Boah, wie sie das macht, oder? Mega. Sehr gut. Seht ihr mich? Unscharf? Unscharf? Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Ich glaube, ich kann wirklich nur einmal mit dieser Pistole schießen. Sind vorzurücken, Commander. Ziehe mich zurück, Commander. Wir können, glaube ich, wirklich nur einmal mit der schweren Pistole schießen. Mein Bein ist verdreht. Ich halte durch, solange ich kann. Oh, Samara. Du machst es ganz toll, wirklich, ehrlich. Oh Gott, oh Samara, oh Gott. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Rasch. Jetzt gibt's ja aber Gas. Ja, die kann nicht mehr, ne? Die ist echt am Ende ihrer Kräfte. Fuck, die Arme. Wir haben es fast geschafft. Komm schon, du schaffst es, Samara. Wir müssen hier weg, Shepard. Also gut. Weiter! Sie setzen nach. Weiter so. Eilung, Shepard. Boah, die Arme. Puh. Ich höre. Was ist Ihre derzeitige Position? Die Tür, die Enge getrieben. Sieht nicht gut aus. Wir kommen. Halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Na los. Versiegeln Sie die Tür. Zu viele. Schilder haben nicht gehalten. Dachte mir schon, dass es irgendwie so endet. Wir sind fast da, Shepard. Wir müssen weitermachen, egal wen wir verloren haben. Gott sei Dank habe ich nicht Garrus genommen. Oh, Gott sei Dank habe ich nicht Garrus genommen. Oh mein Gott. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Gott sei Dank, Scheiße.
Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edi, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis sie zu Ihnen durchbrechen. Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht. Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier. Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen. Nummer 1. Ich bin so froh, dass wir nicht Garrus geschickt haben. Oh mein Gott. Okay. Ein Team, was mit uns geht und der Rest bleibt da. Ich will mein Team beschützen und das sind die wichtigsten. Bitte lass es mich nicht bereuen. Ich bin bereit, Commander. Ich bin's auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Ich liebe euch über alles. Oh. Wir haben gute Leute verloren. Sie haben alles gegeben, um uns an diesen Punkt zu bringen. Jetzt liegt es an uns, ihnen gerecht zu werden und etwas Bedeutsames zu vollbringen. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns. Die bedrohen alles und jeden. Für diese Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau Grunt, an diesen Baby. Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Ich muss sagen, ich mag die anderen auch. Aber das ist mein Kernteam. Und die gilt's zu beschützen. So sieht's aus. Traurig, aber wahr. Ist notwendig. Wir sind vorboten. Boah, diese episch geile Musik gerade.
Oh, scheiße. Ups. Oh Gott. Oh nein. Alles von Anfang. Feinde in Anmarsch. Also keine schwere Waffe in diesem Kampf. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Weiter. Wer Bewusstsein hat, braucht niemals Schmerz zu fürchten. Das müsste sie ausbremsen. Ich übernehme Kontrolle über die... Sofort. Wir übernehmen die Kontrolle. Auf die Objekte, Chatika! Auf die Objekte! Feinde im Anmarsch! Übernehme direkte Kontrolle. Ihr Angriff ist eine Beleidigung. Der Schmerz dieses Körpers ist unglaublich. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ach so? Sehe ich gerade nicht, aber ist okay. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Ich würde gerne meine schwere Waffe wechseln. Den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Ach du Scheiße. Nicht nur irgendein Reaper. Severin. Ein Menschenreaper. What? Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Ach du Scheiße. Sind erheblich mehr nötig. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. W-
Was glauben Sie, wie viele Menschen Sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht. Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Oh Gott. Das Ding ist abscheulich. Edi, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edi. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch! Ich habe keine Muni mehr. Also für meine... Wir sind vorbereitet. Sie werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Sie können mich nicht verletzen. Ich übernehme Kontrolle über diese Form. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Sie werden sein wie wir. Wir sind Vorboten. Betäubungsschuss bereit. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Zerreißen muss Shepard, dann will ich es tun. Deswegen will der uns auch haben, wahrscheinlich weil wir so super stark sind. Auf die Schläuche schießen! Ja, warte mal ganz kurz, bitte. Ich... Pass auf! Boah, ich seh nix! Was macht sie? Ich hab nur kurz Zeit. Oh mein Gott! Okay, Schläuche. Alles klar, verstanden. Ich habe kurz überlegt, ob wir da die schweren Waffen brauchen, aber es geht wohl. Direkte Intervention. Halt die Klappe, Mann. Was ist los mit dir? Und unten bleiben. Wir übernehmen die Kontrolle. Wir sind vor. Kann mich aufhalten. Doch, ich weiß, dass Sie das spielen. Übernehme Kontrolle. Ich habe keine Grenzen. Sie sind nur bei mir. Auf die Schläuche schießen! Oh nein, ich habe keine. Warte mal. Fuck. Auf die Injektionsschläuche schießen. Das war's. Ja. Shepard an Bodenteam. Statusbericht. Jack hier.
Ich mache alles nieder, was kommt. Bin jederzeit zum Abgang bereit. Bewegen Sie sich zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden überlasten und in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden Ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was Sie tun mussten. Und Sie haben die Basis der Kollektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Eddie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und zu etwas Schrecklichem gemacht. Wir müssen die Basis zerstören. Ja. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Doch. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Nein. Ich weiß nicht, Shepard. Was hier geschehen ist, war schrecklich. Genau. Aber wir müssen die Reaper aufhalten. Wenn wir die Basis zerstören, sind all diese Menschen umsonst gestorben. Scheiße, Garrus. Mit den Kollektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Sie sind vollkommen skrupellos. Als nächstes wollen Sie dann vielleicht noch Ihren eigenen Reaper bauen. Mein Ziel ist die Rettung der Menschheit vor den Reapern. Um jeden Preis. Ich habe Ihnen das nie verheimlicht. Bedenken Sie doch, wie viele Leben wir retten könnten, wenn diese Basis intakt bliebe und wir das Wissen in ihr gegen die Reaper einsetzen würden. Und denken Sie an die Leben, die wir verlieren, wenn wir es nicht tun. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Garrus hat gesagt ja. Bei einer derartigen Bedrohung sind Regeln wertlos. Wenn diese Station uns helfen kann, die Reaper aufzuhalten, müssen wir sie benutzen. Das ist die richtige Entscheidung. Ich bin der Überzeugung, dass es die falsche ist, aber Garrus hat gesagt ja. Weg hier. In 10 Minuten gibt der Reaktorkern einen Strahlungsimpuls ab, der alles an Bord tötet. What? Nein. Ich weiß nicht, wo muss ich hinschießen? Was? Ich weiß nicht, wo ich hinschießen muss. Ich glaube, das, was leuchtet, ne? Direkte Intervention ist notwendig.
Keine Ahnung. Ich weiß halt nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Ach Gott. Braucht niemals Schmerz zu fürchten. Wir sind ihr genetisches Schicksal. Upsala, hallo? Sie können sich nicht wieder. Betäubungsschuss bereit. Tali, hau ab, Mann. Ich glaube, es ist ganz gut so, was ich hier mache. Garus, mach keinen Scheiß. Oh, oh Gott. Karus, ich brauch dich noch. Ach, Gott sei Dank. Dein Anzug, alles okay? Hören Sie mich? Commander! Kommen Sie, Shepard, lassen Sie mich nicht hängen! Hören Sie mich! Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie! Oh oh. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Joker. Geiler Typ.
schon kapiert, Edi. Festhalten! Sie haben versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Oh, du kleiner Scheißer, du hast versagt. Leute, jetzt bin ich fix und fertig. Ich glaube, ich brauche was zu essen. So ein Kampf schwächt mich. Oh, wie geil das war. Trophäe erhalten, Mission erfüllt. Shepard, ein neuer Tag ist angebrochen. Oh, er raucht nicht. Und wir müssen Ihnen für unsere Erlösung danken. Er raucht mal nicht. Es war nicht leicht. Viele haben bei der Eroberung der Basis ihr Leben gelassen. Und Ihnen verdanken wir es, dass viele andere Leben gerettet werden. Die Anpassung der Technologie von der Kollektorenbasis könnte der größte Fortschritt für die Menschheit seit der Entdeckung der Portale sein. Das wird unsere Dominanz über die Galaxie sichern. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Das ist ein und dasselbe. Meine Mission war schon immer, die Stärke der Menschheit zu fördern und zu wahren. Lassen Sie sich nicht von Idealismus blenden. Die volle Ausnutzung des Potenzials der Basis bewirkt das Gleiche auch bei uns. Wir müssen alle möglichen Ressourcen gegen die Reaper einsetzen. Nichts darf sich dem in den Weg stellen. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Wenn Sie etwas zurückbehalten, ganz egal was, sind Sie draußen. So leicht ist das nicht, Shepard. Wir brauchen einander. Joker, schalten Sie ihn ab. Ich liebe mein Team. Scheiße, wie geil. Wie geil. Oh. Ich freue mich gerade sehr. Was für ein Kampf. Ach, war das schön. Schönes Ende. Ich hab das ja nur gemacht wegen dem Garrus. Garrus hat gesagt, wir brauchen das. Wahrscheinlich hat er nicht ganz unrecht, dass wir die Basis noch brauchen, um gegen die Reaper zu kämpfen.
bin sehr gespannt, welche Auswirkungen es auf Teil 3 haben wird. Dass wir die Basis haben bestehen lassen. Und welche anderen kleinen Entscheidungen Auswirkungen auf Teil 3 haben. Ich freue mich ja schon so sehr. Ich liebe Mass Effect. Es ist... Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich lasse jetzt noch alles schön durchlaufen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und dann sehen wir uns bei Mass Effect 3 einfach wieder. Bis dahin. Bye, bye.